Man hört meinen Ventilator, shit. Wir müssen damit leben. Müsst damit leben. Vanquish, habe ich mein, Dashboard aktualisiert? Boop. Aktualisiert, nice. Nice, okay. So, Vanquish. I like the game. Es ist so unfair, dass du bei dir die Dr. Depp Aktionsdosen überall hast. Ich schwöre, bei mir gibt es literally nur die alten komischen. Ich weiß nicht, war das ein LOL-Tournament? Ich glaube, das war ein LOL-Tournament, keine Ahnung. Okay. Bitte, bitte, bitte. Neues Spiel. Ja, ich habe eben nur getestet. So, normal. Vanquish. Hell yeah. Cutscene Game hoch 20. Wie sieht dein Monitor aus? Gut. Könnte allerdings etwas spannender sein. Sehr gut. Testen wir also die Funktionalität. Wir beginnen mit der Kalibrierung der elektrooptischen Zielsysteme. Sam, ich zeige ein virtuelles Ziel an. Versuche ihm visuell zu folgen. Ich glaube, ich bump mal eben die Bitrate ein bisschen hoch. Lass mich mal eben die Bitrate so ein Ticken dumpen. Dumpen, appen, so. Bam, okay. So. Fuck, jetzt habe ich OBS. Okay, jetzt geht's. Oh. Oh, da. Wenn das Bild rumspinnt, sag Bescheid und ich passe die optischen Nervensensoren an. Alles fein. Ja, das wird langsam wirklich lästig, wisst ihr das? Wie oft soll ich das noch machen? Grundlagen sind wichtig, Gideon. Nur weil sie ein Handbuch lesen können, heißt das noch lange nicht, dass sie wissen, was sie tun. Lanti, wenn ich bei mir beim Rewe frage, ob sie mir eine neue Palette geben oder ob die neue Paletten haben, sagen sie mir, kauf doch zuerst mal die alte auf. Das ist mein Rewe. Ja, die sind unfreundlich as fuck. Passiert. BASD klingt gut. Ticken weniger. Stimmt, Sie wissen, dass ich weiß, was ich tue. Also weiter im Programm. Was steht heute noch auf dem Plan? Hey, ich weiß, du willst so schnell wie möglich in die Bar, aber wir haben noch viel vor uns. Ich übertrage dir jetzt die volle Kontrolle. Ich brauche keine Tutorials. Ich kenne das Tutorial. Sehr gut. Ich glaube, das ist für heute genug. Gute Arbeit, Sam. Nach dem ganzen Training habe ich Hunger. Elena, kommst du mit? Hunger.
Der Orden des russischen Sterns heißt Sie nun zur Geburtsstunde des neuen russischen Staates willkommen. Mein Orden hat von nun an das alleinige Sagen in Russland. In 10 Stunden werden wir erneut unsere Macht beweisen. Nur eines kann die vollständige Zerstörung von New York City jetzt noch abwenden. Ihre bedingungslose Kapitulation. Am heutigen Tag widerfuhr dem amerikanischen Volk eine große Tragödie. San Francisco hat sich für immer verändert. Und jeder Amerikaner beklagt und betrauert den Verlust der unzähligen Männer, Frauen und Kinder. Den für diese schreckliche Tat Verantwortlichen sagen wir voller Überzeugung, dass wir mit niemandem verhandeln werden, der uns zu zerstören versucht. Unsere Stärke und unser Wille sind ohnegleichen. Wir werden siegen. Gott segne Sie alle. Und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika. SC-01 Providence befindet sich zurzeit in der Hand der für den Coup in Moskau Verantwortlichen. Die Leitung der Operation obliegt anscheinend einem Boten namens Zaitsev. Ach ja, das ist Sam. Papa hat ihn uns mitgeschickt. Männer, nur noch 8 Stunden trennen New York vom gleichen Schicksal wie San Francisco. Damit eins klar ist, wir werden das verhindern. Sam, weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber deine neuen Freunde mögen dich nicht besonders. DARPA-Agenten erhalten ihre Befehle direkt vom Präsidenten und Verteidigungsminister. Die Jungs hier wollen nur ihr Revier markieren. Sam, denk dran, warum wir hier sind. Hören Sie mir einfach zu. In der amerikanischen Regierung gibt es einen Verräter. Ich kann diese Information nur Ihnen anvertrauen. Das russische Militär will mit Hilfe des Mikrowellenenergiefeldes die USA angreifen. Als dessen Entwickler kann ich diese Art von Missbrauch nicht zulassen. Sie wissen, was zu tun ist. Wir finden den Professor. Alles hier, sogar der Anzug, basiert auf seinem Energiedesign. Er ist zu wertvoll, um ihn umzubringen. Ich weiß. Das ist also euer neues Spielzeug. Nicht mal ein Kratzer. Du hast in dem Ding doch trainiert, oder? Unsere Simulatoren sind sehr gründlich. Die haben dich ganz schön fertig gemacht, was? Bei DARPA könnten wir dich als Testobjekt gebrauchen. Was soll der Scheiß? Hier drin herrscht Rauchverbot. Corny as shit, ey. Ich würde das Game mal einen Ticken leiser. Also echt nur so ein... Ne, so... So 10% oder so. Ungefähr so. So müsste gut sein. Okay. Vanquish. Third-Person-Shooter-Shit. Spezieller an dem Game ist das hier. Ich kann nämlich boosten. Und ich habe so Pseudo-Witch-Time. Aber ja, immer mal später noch mehr von sehen. Lauter? Garantiert nicht. Garantiert nicht lauter. Tschö.
bisschen undicht hier. Absolut im Griff. Geht durch das zentrale Tor. So schaffen wir es da nie durch, Sir. Es ist halt weird. Es sind nur die Cutscenes, die so unrealistisch laut sind. Aber ja, man sieht, es ist so ein bisschen... Sam, siehst du den Abhang zu deiner Linken? Es erinnert ein bisschen an... Wenn du da entlang gehst, kannst du den Feind von hinten angreifen. Alles klar. Mir fällt die Serie nicht ein. Xbox Exclusive. Goddammit, whatever. Wir sollen hier lang. Als erstmal halten wir hier an und nehmen uns... Hallo, ist ja gut. Gebt mir bitte... Das ist die... Okay. Weg damit. Ich hab gern die Laserkanone. Einfach mal flanken. Was? Oh, was hat das Ding hier? Passt schon. Stopp.
Oh, Explosives. Nice. Okay, sonst noch wer? Der da hinten. Hüp. Hüp. Hallo Burns. Jupp, 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 jupp. What? Wo? Ach, du da. Fuck. Ich kann hier, glaube ich, nicht runter. Da ist angeblich noch einer. Achtung! Verbindet das Schiff, stürzt ab! Wo will der hin? Bei what? Okay. Sure. Komm mal, Türöffner. Looks good. Okay. Gut, geht alle durch. Quatsch, das geht nicht. Fucking. Wie viel Energie haben die denn? Hoppa. I'm fine. Und dieses Dö, was ihr gerade hört, bedeutet quasi, ich kann nicht sliden, weil mein Antrieb so überhitzt ist. Sturmgewehr. Das wird lustig. Was haben wir mit hier? Da ist nix. Okay, gehen wir weiter. Oder war da was? Ja. Gucken, wie shit war ich? Ich krieg kein Ranking. Okay, das ist gut. Der Ankunftsbereich von Landebucht 3 liegt vor euch. Der Bereich ist stark umkämpft. Bravo! Unterdeckung nach vorne! Zu Befehl! Ich schätze, jetzt geht's los. Dein Anzug zeigt normale Werte, Sam. Das hat bisher noch keine zu mir gesagt. Der ist so corny, ich liebe diesen Charakter. Party hard. Du. Na. Okay. Next one. Woran bist du gestorben, mein Freund? Da war doch nichts. Autsch. Ich bin erschlagen worden. Von einem Auto, das durch die Gegend geflogen ist. Cool. Schöner Tod. Ah, herrlich. Bitte den mal aufhören, auf mich zu schießen. Das Auto hat mich gerade gekillt. Das da. Nice one. Ja, den Leuten. Ach, hier komme ich gleich rüber, okay. Bitte, bitte. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Headshots in diesem Spiel gab. Die alle Hilfe brauchen. Voll Handgranaten, die brauche ich bestimmt noch nicht. Wie die hier umfallen, wie die fliegen. Was ist los? Nehme ihm die vor. Hier,
Was ist denn das da? Ausrüstung. Was ist das? Sure. Feuerkraft für die Laserkanone erhöht. Nice. Sam, meine Scanner zeigen eine Art Interferenz an. Sieht temporal aus. Meinst du, die setzen was her? Maybe. Gap, gap, gap. Goddammit, ist die ungenau. Feindliche Verstärkung nähert sich eurer Position. Gibt es irgendeinen anderen Weg nach oben? Sieht ganz so aus, als müsstet ihr euch da durchkämpfen. Schweres Maschinengewehr. Das ist das, was ich hier habe. Egal. Das Tor ist jetzt offen. Gut, los geht's. Ist hier dran? Sturmgewehr. Und das ist die Handgranaten, okay. Mein Gott. Könnt ihr auch alleine irgendwas killen oder seid ihr wieder so die Standard-NPCs? Okay, das Ding sieht nicht freundlich aus. What the shit? Fucking Robo-Shit, ey. Wow. Das war eine EU-Granate, Dude. Holy shit. Was ist das? Hier liegt noch Shit. Was ist hier drin? Okay, nur noch Kleinkram. Anscheinend nur noch Kleinkram. Oh. Glaube, das war's. Natürlich nicht. Alles klar. Luft ist rein. Gebiet gesichert. Alles klar. Das Haupttor ist über euch. Ihr müsst nach oben und es öffnen. Burns, ich brauche Unterstützung. Franklin, Rios, ihr geht mit Sam. Der Rest gibt Deckung, Feuer. Feind besiegt! Unterstützung? Wofür? Hä? Mach nur eh nichts, außer tot umfallen. Zwei feindliche Transporter nähern sich von hinten. Abfangen feindlicher Transporter vorbereiten. Echt? Ich meine, ich sitze hier gut. I'm fine. Keine Money, ne. Ist hier noch einer? Da drüben noch einer. Hier ist noch einer. Der liegt doch überall hier rum, das ist nice. Schwere Sturmgewehre überall. Mal, auf was schießt die? Hier ist doch gar nichts mehr. Hauptsache schießen. So tun als ob. Ich empfange eine Hitzequelle aus dem Inneren der Substruktur. Jetzt vielleicht auch etwas genauer. Datenanalyse komplett. Es handelt sich wohl um den russischen KNRB-0 Argos-Roboter, um den es in der Debatte über die Kontrolle von Massenvernichtungswaffen geht. Ich glaube, ich brauche eine größere Knarre. Das ist ein Monokopfgewehr. Die Ladekapazität ging an Kosten der Panzerung. Die Außenhülle sollte daher Schwachstellen aufweisen.
Ich mach nicht! Denen ist Feuerkraft wichtiger als Verteidigung. Das werden sie noch bitter bereuen. Let's go, Bossfights. Fuck. Gut, dass ich die benutzt habe. Hallo, danke. Oh mein Gott. Stop being fucking furious. Oh cool, er killt meine Deckung. Ja, liebevoll. Kann ich hier? Okay, ich kann nur fast runter. Ich chill ich. Was? Gut, dass der hinten nicht hinschießt. Finde ich sehr nett. Jetzt mal noch die anderen Füße. Oh, wie soll ich denn da hinkommen, Junge? Ich treffe halt nicht. No, 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 no. Oh cool, hier ist Sackgasse. Come on. Tut das bitte nicht alles mit fucking Raketenpflastern. Ist ja gut. Transformation eingeleitet. Wahrscheinlich schließt er sich an einen Generator an und feuert seinen Langstreckenlaser. Ach, tut er? Fucking Gundams. Hi. Yo. Mhm. Klar, ich schlag auch immer. Okay, er hat die Deckung kaputt geschlagen. Das lasse ich durchgehen. Mal aufhören, ey. Ja. No. Ha 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 ha.